Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu können zur nächsten Flaschenpost. Die letzte ist ja schon momentär, es gab nicht so viele Themen und diesmal haben wir euch vier Themen zusammengestellt, die aber auch in sich haben, weil die sind recht komplex und ich denke mir, dass der ein oder andere von euch da draußen gerne da nochmal ein bisschen Erleuchtung hätte, beziehungsweise ein bisschen was erklärt. So, fangen wir oben an. Erst eine Sache in eigener Sache sozusagen. Und zwar werden wir von heute an sozusagen in Zukunft sämtliche Videos und Livestreams ausschließlich bei YouTube präsentieren, hochladen. Und damit sind die Livestreams, die früher bei Twitch waren, jetzt in Zukunft wieder bei YouTube angekommen. Und da werden sie jetzt bis auf Weiteres bleiben. Das Einzige, was wir uns vorbehalten, ist, dass wir ab und zu gelegentlich sozusagen unsere Livestreams zusätzlich auf Facebook anbieten, aber als Zusatz. Ja? YouTube wird unsere Basis bleiben und ist unsere Basis. Und ja, diese Entscheidung ist jetzt so getroffen worden. Wir haben das ja eine ganze Zeit ausprobiert in den letzten Tagen und da war die Resonanz doch sehr, sehr positiv, hat uns sehr gut gefallen. Auch die Interaktion mit euch war da stärker und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wir wollen auch ein bisschen weg von dem, was alle machen. Alle machen Twitch, also wir machen YouTube. So einfach ist es. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich zu den Ingame-Informationen, die wieder sehr, sehr komplex sind. Royal Navy Event steht vor der Tür. Das Royal Navy Event hat jetzt, wurde jetzt vorgestellt heute. Und fangen wir gleich oben an. Was braucht ihr, um am Royal Navy Event teilzunehmen? Ihr braucht die Wehrpass Stufe 12. Ihr braucht ein T5-Schiff oder aufwärts. Und ihr spielt da Zufallsgefechte, Koop-Gefechte, gewertete Gefechte und den neuen Gefechtsmodus Wettrüsten. Wenn ihr das nutzt, dann habt ihr die Möglichkeit, an den Abschnitten teilzunehmen, nämlich an drei Abschnitten. Pro Update ist das ein Abschnitt, ja, also Patch 079, 0710 und 0711 ist jeweils ein Abschnitt. Diese Abschnitte sind untergliedert in Phasen, nämlich eine Phase pro Woche. Die Woche fängt immer mittwochs an und hört Dienstagnacht auf Mittwoch quasi auf. In dieser Phase, also in jeder Woche, gibt es vier Direktiven, nämlich mittwochs eine, donnerstags, freitags und samstags gibt es jeweils eine Direktive und jede Direktive enthält 5 bis 7 Aufträge pro Tag. Ja, also immer von Mittwoch bis Samstag gibt es die ganzen Aufträge und ja, so läuft die ganze Geschichte erstmal ab. Ihr könnt diese Aufträge alle auf einmal erledigen. Ihr müsst jetzt nicht erst einen Auftrag machen, dann den nächsten Auftrag machen und so weiter. Habt ihr ein Gefecht, wo ihr zum Beispiel 7 oder 8 Aufträge auf ein einziges Mal erledigen könnt, werden die auch euch gleich alle sofort gut geschrieben. Das ist also das Gute. Im Optimalfall braucht ihr vielleicht nur 1, 2, 3, 4 Gefechte, um alle Direktiven sozusagen, um die Aufträge der verschiedenen Direktiven zu erfüllen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Als Belohnung könnt ihr erhalten, ja, also das hier haben wir ja gerade eben schon besprochen, die 5 bis 7 Missionen, hier habt ihr nochmal so eine Übersicht, wie die verschiedenen Phasen aussehen, hier ist Phase 1, hier gibt es dann die Direktiven und dann könnt ihr da euch dann durcharbeiten. Die Aufgaben sind bis jetzt, so wie ich das gehört habe, beziehungsweise gesehen habe auf dem Testserver, wobei das jetzt nicht final live relevant ist, nicht super schwierig, also gerade die ersten eben nicht so. Aber das werden wir dann sehen. Kommen wir zur Belohnung. Die Belohnung, die ihr erhalten könnt, sind natürlich Signale. Es ist die Union Jack Tarnung, angelehnt an das britische Event. Und dann habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, Royal Navy Container zu bekommen und Premium Royal Navy Container zu bekommen, die ihr aber erst ab einer bestimmten Phase bekommen könnt, wenn ihr besonders weit und besonders hoch in der Ruhmeshalle aufgestiegen seid. Wie ihr da hinkommt, erklären wir euch gleich. Ja. Eine Sache noch, in der allerersten Phase wird am Donnerstag, wohl ja Donnerstag der Patch-Day ist, werden am Donnerstag gleich zwei Direktiven hier ausgegeben. Ihr habt hier nochmal die Übersicht, Phase 1, Direktive 1 und 2. Und dann seht ihr es hier auch, bis Direktive 4 läuft es eben durch. Gut, wenn ihr Direktive 4 erreicht habt und da alle Aufgaben erfüllt habt, dann geht es darum, dass ihr nämlich in die Ruhmeshalle einziehen könnt und mit dem Einzug in die Ruhmeshalle zusätzliche Bonis freischalten könnt. Wie zum Beispiel die Freischaltung von Containern. Ja,
Die Container können hier verschiedene Sachen beinhalten. Ihr seht schon, der Standard-Container beinhaltet eben ein Sondersignal, eine Union Jack-Lackierung und dreimal Standardsignale plus 5 Sovereigns. Eine Währung, die jetzt nur für diese drei Updates zur Verfügung steht und was ihr dann später im Arsenal einlösen könnt. Was es dafür genau gibt, gehen wir auch wieder später drauf ein. Und ihr habt natürlich, wie bei der dem französischen Bogen, wieder die Chance, den britischen Zerstörer von der Tierstufe 5 bis einschließlich der Tierstufe 8 früher freizuschalten. Und dafür also erhaltet ihr dann einen besonderen Auftrag, wie es so schön heißt. Für Tierstufe 5 braucht ihr 10.000 Base XP und 12 für Tier 6, 14.000 für Tier 7 und 16.000 für Tier 8 an Base XP, um den direkt in den Hafen zu bekommen. Ihr könnt von da aus noch nicht weiter forschen, sondern erstmal nur das Schiff freischalten und euch dann XP ansammeln. Solltet ihr euch für einen Premium-Container entscheiden, ja, und den im Store kaufen, respektive vielleicht sogar hier im Game irgendwie gewinnen, ja, dann kriegt ihr 5 Union Jack Lackierungen, nochmal 5 Union Jack Lackierungen oder eben die Sondersignale hier, Basilisk, Hydra, Levitan, Drache, Roter Drache, Wavern oder Skylla oder sogar Ouroboros. Ja, das ist halt möglich. Dann bekommt ihr 15 Sovereigns und eine erhöhte Chance, diese Zerstörer-Freiaufträge zu bekommen. Ihr seht ja hier schon Akasta, Icarus, Jervis und die Lightning. Der Name ist sehr, sehr geil. Ja, diese Sachen gibt es dann eben als Möglichkeit. Wenn ihr dann Zugang zur Ruhmeshalle habt, also ihr habt alle 4 Direktiven erfüllt und das ist jetzt Samstagnachmittag oder wie auch immer, wo ihr dann alle Aufgaben durch habt oder vielleicht schon Samstag früh, dann könnt ihr weitere Container freischalten. Und zwar, indem ihr Punkte erwirtschaftet. Und diese Punkte sind dann wieder sehr, sehr ähnlich wie beim Go-Navy-Event in der nahen Vergangenheit. Ihr bekommt pro Tierstufe und pro Aktion, die ihr durchführt, Punkte gutgeschrieben. Also umso höher die Tierstufe, desto mehr Punkte bekommt ihr. Es gibt jetzt schon die ersten Wortmeldungen, die halt sagen, ja, auf Tier 10 gibt es wieder die meisten Punkte. Ehrlich gesagt finde ich das auch nicht so super gut. Ja, meiner Meinung nach sollte zwar einen Anreiz geben, hochzuspielen, aber ich denke, dadurch, dass T8-Schiffe in T10-Gefechte mitgerankt werden, sollte man meiner Meinung nach ab T8 die Maximalpunkte vergeben. Und das ist aber nur meine persönliche Meinung. Prinzipiell ist es auch schwierig für das Matchmaking, das ist ja euch in den letzten Tagen auch schon aufgefallen oder in den letzten Wochen eigentlich, ja, dass man gerade im unteren Bereich nicht mehr so schnell Gefechte findet wie in dem oberen Bereich. Tummelt sich irgendwie alles in T9, T10-Gefechten. Das ist, naja, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber ihr seht dann hier die Punkteübersicht und wer dann verschiedene Punkte erwirtschaftet, die bekommt ihr eben dann gut geschrieben, landet dann in so einer Tabelle und ja, wenn ihr dann mindestens einmal an einem solchen, also 4 Direktiven erfüllt habt und dann ein Gefecht gefahren habt, wo ihr Punkte erarbeitet habt, dann gibt es eben nochmal 3 Union Jack Lackierungen. Seid ihr dann unter den 50% der allerbesten Spieler sozusagen, also 25-50% der Spieler, die daran teilgenommen haben und davon halt die besten, dann gibt es einen Basilisk, einen Skylla und ein spezielles Levitan-Signal. Seid ihr unter den 25 Besten, ja, gibt es einen Royal Navy Container, unter den 10 Besten nochmal einen und unter den 5 Besten nochmal einen on top. Schafft ihr es sogar, unter den 100 Besten zu sein, dann gibt es nochmal die Errungenschaft unter Helden. Das steht jetzt hier nicht, ich habe es aber vorhin schon gelesen. Das ist eine spezielle Belohnung. Wartet denn dafür jetzt an, ob es da nochmal irgendeine spezielle Ingame-Ressource gibt oder sowas in der Art, ist nicht klar. Das steht hier nirgends. Aber es ist auf jeden Fall eine Errungenschaft, die ihr dann in eurem Konto gut geschrieben bekommt. So, wie findet das alles statt? Ihr habt dann hier am Ende der Woche gibt es eine Übergangsphase von 3 Stunden. Das steht jetzt hier auch nochmal. Das muss ich jetzt genau mir auch nochmal angucken, damit ich euch genau die richtige Geschichte erzähle. Also am Ende werden die Ergebnisse einmal pro Woche zusammengefasst, nämlich am Dienstagnacht sozusagen. Eine Stunde bevor dieses Event endet, ist es nicht mehr möglich, da weitere Punkte zu erwirtschaften. Dann in der Stunde wird die Rangliste erarbeitet und weitere 2 Stunden werden benötigt, um die neuen Aufträge dann freizuschalten. Das sollte dann morgens um 5 der Fall sein, glaube ich, sollten die nächsten Aufträge wieder parat stehen. Dann sollte es möglich sein, die nächsten Aufträge zu erfüllen.
Ihr Spieler, die es schaffen, vor diesem Zeitpunkt ein Gefecht zu beginnen, erhalten ihre Punkte, während Gefechte, die nach 5 Uhr beginnen, nicht mehr mit einbezogen werden. Also muss man sogar 3 Stunden von 5 Uhr rauchrechnen. 6, 7, 8, also ab 8 Uhr könnt ihr dann wieder Punkte für die nächste Phase erarbeiten. So, in diesen Containern, hatten wir ja eben schon gesagt, sind Sovereigns mit drin. Die neue spontane Ressource für dieses Royal Navy Event. Was könnt ihr denn dafür bekommen? Angekündigt sind, ihr könnt die Warspite für 220 Sovereigns bekommen, ihr könnt die Gallant für 200 Sovereigns bekommen, dann gibt es die Union Jack Lackierung natürlich, dann gibt es eine spezielle Royal Navy Gallant Lackierung, die könnt ihr für 40 Sovereigns bekommen und Bert Dunkirk, wer ihn noch nicht hat, 100 Sovereigns kostet dieser Stufe 10 Kapitän, der dieselben Fähigkeiten hat wie Jack Dunkirk, also Elite-Schütze zum Beispiel ist dabei, ja, der ist dann ein bisschen verbessert in dem Bereich, das steht auch hier unten nochmal, er hat hier Nebelwandexperte, er hat Elite-Schütze und der 1000 Sasser, möglicherweise perfekter Kapitän für eure britischen Zerstörer, die ihr demnächst im Hafen habt, aber ihr gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Wie genau diese Sache verdient wird, steht jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Ich habe die zweimal durchgelesen. Und ihr könnt nämlich Guinness, so sage ich das einfach mal, verdienen. Und das könnt ihr bis zu 48 Guinness könnt ihr verdienen, wenn ihr am Royal Navy Event quasi komplett teilnehmt. 50 Guinness sind möglich, nötig, um die Cossacks zu bekommen. Habt ihr also 48, fehlen euch genau 2. Und diese 2, die könnt ihr im Premium Store dann nachkaufen, einzeln, ja, was die kosten werden, ich habe da keine Ahnung von, aber es wird wahrscheinlich günstiger sein, als wenn man das ganze Schiff kaufen muss und wer die Cossack haben will, dafür ist es ein perfekter Anreiz, auch hier immer schön mitzuzocken und die Guinness sozusagen aufzuheben. Ja, und das ist doch mal eine ganz coole Aktion. Hier gibt es nochmal so einen Überblick, was kostet. Hier 100 Guinness für den Captain, 40 Guinness für 10 Lackierungen, 4 Guinness für eine Lackierung, 12 für zum Beispiel zusätzliche Container der Royal Navy Sammlung, die Warspite 220, die Gallant, das hatte ich eben alle schon gesagt. Was erzähle ich hier? Sovereigns. Ja, das sind hier jeweils Sovereigns. Guinness ist nur bei der Cossack. Entschuldigt bitte. Alles sind hier Sovereigns, bis für die Cossacks. Das sind eben die Guinness, von denen ich eben schon gesprochen habe. Ja, hier gibt es dann nochmal eine komplette Zusammenfassung, was ihr für Dublonen rabattiert bekommt. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass ihr lieber Dublonen habt, ja, wenn ihr nämlich zum Beispiel die Warspite schon im Hafen habt, ja, und die 220 Sovereigns für die Warspite nochmal einlöst, bekommt ihr 6.500 Dublonen. Ja, also ist ja auch mal nicht schlecht und einiges an Kohle, was ihr da dann auch sparen könnt oder gut geschrieben bekommt. So, habt ihr der Premium-Zerstörer Cossack schon und nutzt eure 50 Guinness, bekommt ihr sogar 9.600 Dublonen. So, Guinness werden mindestens bis zum Update 0.7.12 verfügbar sein und danach werden sie in Creditpunkte umgetauscht. Und in der Kategorie, in dieser zeitlich begrenzten Royal Navy-Kategorie, sind Coupons nicht gültig. Das sollte man vielleicht immer nochmal mitnehmen. Hier unten steht dann nochmal genau aufgeschlüsselt, wie viel XP ihr braucht, um die Basisaufträge, also diese Forschungsaufträge für die frühzeitige Freischaltung der verschiedenen britischen Zerstörer eben zu erwirtschaften sozusagen. Gut, ich denke, das war alles und ich denke, das war soweit nachvollziehbar. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen vernünftig für euch rübergebracht, dass ihr damit was anfangen könnt und euch hier nicht alles einzeln durchlesen müsst und das in die verschiedenen Geschichten einpacken müsst. Wie gesagt, 3 Abschnitte, 4 Phasen pro Abschnitt, 4 Direktiven pro Phase und 5 bis 7 Aufgaben pro Direktive. Ne? Also man kann sagen, Update, Woche, Tag. Ja, in diese Abschnitten kann man das untergliedern. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der neue Gefechtsmodus. Ihr habt wahrscheinlich in den letzten Tagen schon mal bei uns reingeguckt in unser Update-Preview für Patch 079. Da haben wir euch auch ein Gefecht Wettrüsten gezeigt. Da konnte man sehen, wie sich diese neuen Zonen sozusagen, Schlüsselbereiche, so auf der Karte verteilen. Also ihr habt dann neben dem Koop und Random Battle auch diese Wettrüsten eben mit dabei. Es ist verfügbar nur für T9 und T10 Schiffe aktuell und nur auf 3 Karten, Weg des Kriegers, Bergkette und
Eisinseln. Diese drei Karten könnt ihr spielen. Ihr gebt drei Bereiche in der Karte, linke Flanke, rechte Flanke und die Mitte. Und am Anfang gibt es auf beiden Seiten die gleiche Anzahl von Schlüsselbereichen. Es wird am Anfang immer einen Schlüsselbereich auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite und zwei in der Mitte erscheinen. Und ja, dann geht das los. Er Kampf um diese Schlüsselbereiche. Es gibt also eine exakte Spiegelung und ihr bekommt diese Bonis des Schlüsselbereichs immer nur nach Ablauf der Zeit. Also jeder Schlüsselbereich steht für bestimmte Zeit zur Verfügung. Erst wenn ihr die letzte Sekunde vor dem, bevor der Schlüsselbereich quasi verschwindet, in diesem Schlüsselbereich steht, wird euch die Sache gut geschrieben. Sonst müsst ihr eben 2 Minuten aushalten. Ja, hier haben wir nochmal ein Bild dazu, wie das alles aussieht. Das wird dann so eingeblendet und da steht dann der Countdown. Ja, und es gibt dann eben auch verschiedene Bereiche oder verschiedene Buffs. Verschiedene Buffs sind die Verringerung der Schiffserkennbarkeit. Ganz klar, super geil für DDs zum Beispiel oder für eine Conqueror, ja, britisches Schlachtschiff, was sowieso schon eine niedrige Erkennbarkeit hat, geht es nämlich noch weiter runter. Dann gibt es Trefferpunkte-Regeneration. Also ihr habt dann einen Heilungsprozess, der kontinuierlich vorhanden ist. Also diese Buffs, die ihr da bekommt, die sind so lange für das ganze Gefecht gültig, immer. Ja, und ihr habt einen Ladezeitbonus für Hauptbatterie und Torpedowerfer. Das gibt es eben auch noch. Hier wird nochmal in Prozent dargestellt, was ihr bekommen könnt. Ihr kriegt hier die Sichtbarkeit des Schiffes um 15, 15, 20, 25 und 30% jeweils. Also jede Stufe bringt 5%. Maximal sind 30% möglich, reduziert. Genauso wie die Nachladezeit. Je pro Stufe 5% reduziert. Und hier gibt es dann auch die Heilung, die Wiederherstellung der Trefferpunkte sind maximal 0,3% pro Sekunde möglich. Wie kommt ihr jetzt in Genuss dieser Buffs? Also, ihr braucht einen geilen DD-Fahrer, ja, der am besten vorne reinfahren kann und unentdeckt diese Schlüsselbereiche erobert. Ja, wenn er entdeckt ist, wird er eben beschossen, Hauptsache er überlebt es, aber sobald er das erobert, bekommt er 2 Buff-Level auf einmal. Nämlich das Schiff, was diese Schutz- oder Schlüsselbereiche erobert, bekommt immer 2 Stufen. Und alle Schiffe, die im Umkreis dieses Eroberungsbereichs, also Schlüsselbereichs sind, bekommen 1 Stufe, ja, im Umkreis von 12 Kilometern, ja, die bekommen 1 Buff. Das heißt, ihr als Schlachtschiff werdet wahrscheinlich nicht vorne reinfahren, sondern etwas weiter dahinter stehen und bekommt deswegen immer nur 1 Buff-Level. Wie gesagt, die ganze Geschichte ist die ganze Zeit quasi immer wieder vorhanden. Es kommen immer wieder neue Zonen dazu. Nämlich jede Minute ein weiterer Schlüsselbereich auf den Flanken und alle 3 Minuten weitere Schlüsselbereiche in der Mitte. Es werden aber gewisse Punkte, Maximalpunkte nicht überschritten. Nämlich maximal gibt es 4 Schlüsselzonen zugleich auf der Flanke und maximal 10 in der Mitte. Und ja, dann habe ich darüber habe ich auch schon gesprochen, über die Buff, welche Buff-Geschichten es gibt. Wenn ihr dann euch da voll gebufft habt und noch eine Menge gespielt habt, sozusagen, nach 10 Minuten des Gefechts erscheint mittig ein Schlüsselbereich. Und die Eroberung dieses Schlüsselbereichs dauert 150 Sekunden, also 2,5 Minuten. Ja, wer diesen Schlüsselbereich dann erobert hat, bekommt alle Sekunde 10 Punkte auf das Punktekonto gut geschrieben. Und das ist doch schon ganz immens, weil das ganz schnell dazu führt, dass das Spiel gewonnen oder verloren wird, je nachdem, wie aktiv das andere Spiel ist, die andere Seite ist, ne? Wenn ihr quasi da jemanden habt, der da drinnen steht und ihr den nicht beschießt, damit ihr diesen Punkt resetten könnt, dann geht das nachher ruckzuck und ihr habt das Spiel verloren, obwohl ihr vielleicht sogar die überlegenere Truppe seid. Wie könnt ihr jetzt abrufen, welche Buffs hier verfügbar sind? Ihr nutzt einfach die H-Taste auf dem Keyboard, ja, und dann könnt ihr sehen, wie viel Level ihr schon gut geschrieben bekommen habt. So, wird ein Schlüsselbereich aktiviert, ja, bekommt derjenige, der den Schlüsselbereich aktiviert, 20 Punkte zu dem Punktekonto hier gut geschrieben und die Gegnerseite verliert genau 20 Punkte. Ja, das nochmal am Rande nebenbei. So, und das ist eigentlich schon alles, wie das neue Wettrüsten sozusagen ins Spiel integriert wird. Ihr seht, es ist auf jeden Fall fair für beide Seiten. Es gibt immer eine Spiegelung der ganzen Schlüsselbereiche
Und ihr müsst vor allen Dingen cool bleiben. Lasst euch nicht nach vorne ziehen, weil ich persönlich habe festgestellt, diese Schlüsselbereiche verleiten einen dazu, schnell in diese Bereiche reinzufahren. Und das heißt, die Gegner rucken ganz schnell aneinander ran. Und das ist so ein bisschen auch die Steuerung von Wargaming, sozusagen Einflussnahme ins Gefecht, ne? Wenn ihr jetzt alle relativ zügig in einen bestimmten Bereich reinzieht, dann erscheint ja gespiegelt auf der anderen Seite für den Gegner. Also, so wie ich es verstehe, wenn ihr rechts runterfahrt, fahren die Gegner quasi auf der linken Seite. Ja, so verstehe ich es. Das kann natürlich auch eine horizontale Spiegelung statt eine vertikale sein. Dann würdet ihr quasi euch direkt aufeinander zubewegen. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Gefechtsmodus nachher im Spiel durchsetzt. Wir sind alles Menschen und das ist eben das Coole. Das lässt sich sehr, sehr schwer vorberechnen, ob das jetzt eben eine spannende oder nicht so spannende Geschichte wird. Gut, jetzt habe ich aber genug gelabert und mich zwei, dreimal versprochen. Sorry dafür. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen klar geworden, was dieses Spiel, der neue Spielmodus bringt und auch was eben hier das Royal Navy Event bringt. Und zu guter Letzt gibt es nochmal leichte Kost. Der Londoner Hafen wird komplett überarbeitet. Er ist aktuell ja schon im Spiel und zwar als Weihnachts-Events-Hafen von 2016, wenn ich mich recht entsinne. 2016 zu Weihnachten kam London ins Spiel. Und da schneit's und da ist ein Weihnachtsmarkt an der rechten Seite vor der Tower Bridge und so weiter. Das wird jetzt überarbeitet. Es wurde jetzt ein bisschen mehr Leben eingeführt, zum Beispiel Flugzeuge. Es wurden Gebäude überarbeitet. Die ganze Atmosphäre im Hafen ist anders. Und dazu gab es einen großen Wargaming-Artikel. Da gibt es jede Menge Bilder zu dem Hafen und auch wieder Detailaufnahmen. Ihr kennt das ja schon, als das letzte Mal der Hamburger Hafen eingeführt wurde. Da wurde auch sehr, sehr viel über diesen Hafen berichtet. Fand ich super interessant. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann guckt da einfach unter unser YouTube-Video, nutzt den Link und werdet dann weitergeleitet zu diesem Artikel. Könnt euch das in Ruhe durchlesen oder ihr geht eben direkt auf worldofwarships.eu. So, und das ist schon alles, was wir diesmal in die Flaschenpost gepackt haben. Wir haben jetzt knapp 22 Minuten voll. Ich habe es versucht, nicht ganz so lang zu machen. Und ich würde gerne wissen, ob euch dieses Video soweit geholfen hat, was euch vielleicht auch gefehlt hat. Das könnt ihr mir gerne unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Macht nicht einfach nur einen Daumen nach unten, das würde mich nicht so freuen, weil ich würde gerne konstruktive Kritik von euch erfahren und das dann gegebenenfalls halt auch in die nächsten Videos mit einfließen lassen, sobald es mir irgendwie möglich ist. Ich danke für eure Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Seekreuz-Team, euer Macher. Haut rein, ciao, ciao. Seekreuz.